14 von 21 Rennen sind Geschichte, die Hauptdarsteller im WM-Kampf der Formel 1 sind auch im Jahr 2018 Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Das Pendel schlägt nach dem Italien-GP mehr denn je in Richtung Lewis Hamilton aus. Aber ist der Brite auch der formstärkste Pilot der Königsklasse? Das Sport.de-Power-Ranking liefert die Antwort. Seit der Wechsel von Daniel Ricciardo zu Renault fix ist, erlebt der Australier ein Debakel nach dem nächsten. Ausfall in Belgien, Ausfall in Italien, ein Crash und technische Pannen in beiden Grands Prix, neue Teile und Strafversetzungen in der Startaufstellung, Ausschluss von allen Red Bull-Sitzungen etc. Man wird den Eindruck nicht los, dass der Sunny Boy von seinem Team gerade als Versuchskaninchen benutzt wird. Fernando Alonso wird froh sein, dass die Saison und seine Zeit bei McLaren bald enden. Der XTER-Defekt sorgte in Monza für den externen Ausfall des zweifachen Weltmeisters. Der Spanier hat derzeit einfach keinen Spaß im Cockpit und das merkt man ihm an. Der Disput mit Kevin Magnussen und sein Nicht-Kommentar dazu sind das beste Beispiel. Ein gut gelaunter Alonso hätte für deutlich mehr Schlagzeilen gesorgt. Der Neuseeländer fuhr in Monza rund 200 Meter, bevor er seinen Toro Rosso abstellen musste. Es passt ins Bild. Der 28-Jährige steht im kommenden Jahr wohl ohne Cockpit da, seine Chancen auf eine Zukunft in der Formel 1 tendieren gen Null. Kurzauftritte wie in Italien helfen ihm nicht dabei, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Seinem tollen 10. Platz in Spa folgte der ernüchternde 15. Rang in Monza. Schon am Samstag wurde der Schwede von der Konkurrenz abgehängt. Am Sonntag wurde Ericsson, der 14 Runden vor Schluss noch auf Platz 11 lag, rechts und links von den anderen Piloten überholt. Ein schwaches Finish für den Sauber-Piloten, dessen Teamkollege fast bis in die Punkte raste. Den Titel Best of the Rest ist Hülkenberg los. Schlimmer noch, seit drei Rennen gurt der Deutsche nur noch im hinteren Feld herum, wurde einmal 12. Ungarn, fiel einmal aus Belgien und belegte in Monza nur Platz 13. Der Renault funktioniert derzeit nicht. Und auch der Emmericher ist weit von seiner Bestform entfernt, 26 Punkte holte Magnussen in den letzten 5 Rennen vor der Sommerpause. In den beiden Grands Prix danach kamen lediglich 4 hinzu, P8, P16. Besonders bitter, im gleichen Zeitraum fuhr sein Teamkollege zweimal in die Top 10, P7, P6. Die Ausgangslage vor den anstehenden Vertragsgesprächen hat sich für den Dänen in den beiden letzten Wochen deutlich verschlechtert. Pierre Gasly ist immer für einen Ausreißer nach oben gut. In Monza ging es allerdings in die andere Richtung. Der Franzose glänzte im Qualifying mit Platz 9, wurde dann im Rennen jedoch bis auf Rang 15 durchgereicht. 6 Plätze verlor außer ihm nur Kevin Magnussen. In Spa erlebte Vandoorne sein persönliches Waterloo. Der Belgier landete in allen Sessions auf dem letzten Platz und ließ seine F1-Tauglichkeit vermissen. In Monza schlug er in seinem unterlegenen McLaren zurück und fuhr mit P12 das zweitbeste Resultat der letzten 10 Rennen ein. In Silverstone, Budapest und Spa stellte Leclerc seinen Wagen vorzeitig ab. In Italien durfte der Monegasse endlich mal wieder bis zum Schluss durchfahren. Er belohnte sich mit dem 11. Platz. Ob dieser Rang als Bewerbungsschreiben für einen Platz im Ferrari dient, sei dahingestellt. Der Bann ist gebrochen. Nach 13 Nullern in Folge hat Sergei Sirotkin in Monza die ersten Punkte seiner Formel 1-Karriere eingefahren. Schon im Qualifying überraschte der Russe mit Platz 12. Eher untypisch für ihn, fuhr er anschließend ein sehr souveränes Rennen ohne Fehler. Platz 10 war der verdiente Lohn. Kaum ist der Renault-Abschied von Sainz besiegelt, dreht der Spanier auf. Platz 7 im Monza-Qualifying war bereits eine Riesenüberraschung.
Zwar wurde der 24-Jährige im Rennen von den deutlich überlegenen Force India geschluckt, allerdings stand er in diesem Kampf ohne die nötigen PS auf verlorenem Posten. Platz 8 in der Endabrechnung war das absolute Maximum. Seitdem mehr oder weniger klar ist, dass Stroll dank Papa im kommenden Jahr in Force India sitzt, läuft es für den jungen Kanadier. Schon in Belgien zeigte seine Formkurve stark nach oben. In Italien raste der 19-Jährige am Samstag in Q3 und am Sonntag auf Platz 9. Ein Quantensprung im Vergleich zu den ersten Monaten der Saison. Bottas bei Mercedes die klare Nummer 2 ist, ist seit Wochen offensichtlich. Dass sich die Fans über seine Blockade gegen Räikkönen aufregen, darf die Silberpfeile nicht interessieren. Der Finne macht das, wofür er bezahlt wird. Er ärgert die Konkurrenz, ist clever und gut genug, um seinem Teamkollegen einen entscheidenden Vorteil in der WM zu verschaffen. Teamchef, was willst du mehr? Die Saison von Sergio Perez ist ein einziges Auf und Ab. Mal läuft es für den Mexikaner gar nicht, dann fährt er der Konkurrenz im Mittelfeld plötzlich wieder um die Ohren. In Italien startete Checo von Platz 14 und nahm am Ende als Siebter 6 Punkte für die WM-Wertung mit. Mehr Plätze machte im Rennen kein Pilot gut. 4 Top-10-Platzierungen in den letzten 4 Rennen zeigen eindrucksvoll, wie stark der Haas ist und wie sehr Romain Grosjean das Ruder nach einem desaströsen Saisonauftakt 0 Punkte in den ersten 8 Rennen herumgerissen hat. Für die Disqualifikation in Monza kann der Franzose nichts. Den Titel Best of the Rest hat er sich in Italien mehr als verdient. Die WM-Chancen von Sebastian Vettel sind nach dem Heimdebakel in den Keller gesunken. Und das hat sich der Heppenheimer selbst zuzuschreiben. Er hätte im Zweikampf gegen Hamilton zurückziehen können, wohl wissend, dass er im weiteren Rennverlauf das schnellere Auto hat. Aber der Heppenheimer ließ die Coolness mal wieder vermissen. Seine famose Aufholjagd war nicht mehr als Schadensbegrenzung. Es ist absurd, dass ein Fahrer mit den Qualitäten von Esteban Ocon um seinen Platz in der Formel 1 bangen muss. Der Franzose fuhr sein zweites fehlerfreies Rennen nacheinander. Startplatz 3 in Belgien war ein absolutes Highlight. In den beiden Highspeed-Rennen in Spa und Monza bejubelte der 21-Jährige 2 sechste Plätze. Eine bessere Bewerbung kann ein Force India-Fahrer nicht abgeben. Nach der schnellsten Formel-1-Runde aller Zeiten und der Pole-Position hätte Kimi Räikkönen auch den Grand Prix von Italien gewinnen können. Bei seinem Manöver gegen Lewis Hamilton nach dem Restart zeigte der Eismann, wie heiß das Feuer noch in ihm brennt. Am Ende war es die Scuderia, die mit einem schweren taktischen Fehler dafür sorgte, dass der Finne das Rennen nicht gewann. Mit zwei weltmeisterlichen Vorstellungen steuerte Max Verstappen seinen Red Bull auf zwei Strecken Spa und Monza, auf denen es auf schiere Power ankommt und die Österreicher eigentlich null Chance auf das Podium haben, auf zwei dritte Plätze. Seine Strafe aus Monza schmälert das Bild ein wenig, dennoch ist mit Max derzeit on fire. Sieg in Deutschland, Sieg in Ungarn, Sieg in Italien, das alles mit dem zweitschnellsten Auto im Feld. Lewis Hamilton ist drauf und dran, seinen 5. WM-Titel einzufahren. In Monza holte er im Qualifying mit P3 das Maximum heraus. Im Rennen setzte er die Taktik perfekt um, erzwang mit seinem kompromisslosen Manöver gegen Vettel eine Art Vorentscheidung und war schnell, wenn es drauf ankam. Besser geht's nicht.